Tipp. So. Köder verbauen. Ich frage, füllt man dann jetzt erst gleich den Keller mit paar von den Dingern aus und pumpt das danach wieder um? Dass man jetzt mal hier ein bisschen die Essenskiste leer bekommt, oder will man es gleich richtig machen? Und dann dauert das halt. Die Sache ist, die für Essen können wir doch im Keller lagern vom Haus. Es geht ja um die ganzen Früchte, wo du ja sowieso viel. Weil Essen wird eh genug kommen. Ja. Dass da erstmal gelagert wird und das andere wird anders sortiert halt. Dass wir dann. Vielleicht kannst du, meine ich, noch einstellen, dass wenn da was leer ist, dass da nachgepumpt wird. Dass wir das andere Teil dafür brauchen. Du kannst dem. Ja, deswegen will ich eine Sicherheitspipe haben. Dass du dem dann sagst, okay, wenn hier leer ist. Ja, warte mal, gibt es diese Gate-Dinger? Dann geht das. Scheiß auf die Sicherheitspipe, Flash. Nein, pass auf. Du willst ja das sagen. Das ist doch für Storage. Ja, der müsste normalerweise anfordern können, wenn da was leer ist. Ja, aber wie willst du das denn anfordern ohne Signale? Also das geht mit den Dingern. Ich habe die noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie deswegen, sie funktionieren. Ja. Ich muss mir nachher mal das auch angucken, wie das funktioniert. Okay. Können wir gleich. Ich mach jetzt eben die Ebene und dann mach ich das gleich mal wie du, so ein kleines Testing. Also. Also. Von links nach rechts. Geht das schon mal 10? Ja. Und der ist schon bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach oben. Einer. Ein Controller. 6 nach oben schon. Er wird auch 6 runter machen. Hä? Er wird auch 6 runter machen. Der ist von unten bis nach oben schon 6. Ach so. Und ich habe 10 mal 10 gemacht insgesamt. Ja, und den in der Mitte, ne? Und ihn in der Mitte gesetzt, oder? Nö, ich hab den einfach unten dran gesetzt. Ja, ich hab den einfach nur unten hingesetzt. Ali nix wissen. Ali nix kapieren. Ja, du kapierst nie was, das stimmt. Ali nix verstehen. Bin halt noch nicht fertig. Warte mal, ich mach das gleich jetzt auch mal. Im Disconnect. Nein, ich hab die jetzt 10x10 aufgestellt. Also links nach rechts und unten nach oben. Und bis jetzt hat der in alle Richtungen aufgefüllt. An verschiedenen Items. Hätte ja auch eigentlich stackweise nehmen können. Die Items, aber naja. Das passt ja nur 16x16 rein. Das ist das ja immer. War doch so, 16 Stück passen in einen rein, ne? Ne, mehr. 16x6, glaube ich. Okay. ja, das nervt bei. Ups. Machen wir das so, dann bleibt das Tag. Wie hab ich denn nochmal in der Create Fill Me Sheet Mode gegeben? Wie wäre das nochmal? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kopf. Muss er extra eine Welt nochmal aufmachen? Ja, hab ich doch schon. Wenn du Creative Mode nicht angemacht hast, dann geht das nicht. Ich hab doch Sheets an, du Vogel. Richtig. Ja, ist das denn Slash Game Mode oder? Okay, die Items sind schon wieder alle weg. Aha. Was ist denn? Ne, das ist er nicht. Machen wir mal. Übertreiben wir jetzt einfach mal. Talsch. Dann geben wir uns ganz viel davon. Okay. Gartenzäune. Ah, oh, hier muss ich hin. Die brauche ich. Ja, das dauert auch jetzt. Fuck. Die brauche ich. Ja, die sind eigentlich auch richtig. Basic Gate, Basic Impulse. Basic.
Ups. Quarz, Quarz, Quarz. Iron Ore gehen. Ich kann hier auf 1 gehen. Basic Impuls. Da möchte ich gar nicht. Push das nicht. Gib alles her. Dieser Drumot. Das ist der Mann. Ja, der Mann. Ja, du mich auch. Das ist er. Oder ist es uns generell egal und wir lassen das irgendwie einsortieren? Oder wir nehmen Abzweigungen mit Diamantenpipes. Jetzt auf einmal Diapipes. Nein, Abzweigung. Die sind nur für Abzweigung noch da. Ja, aber was macht jetzt der Compacting? Der kompaktet mehrere Stacks zu einem. Macht er das? Ja, das weiß ich doch nicht. Ich hab keine Ahnung, ich hab den ja noch gar nicht getestet. Ich hab jetzt erstmal Controller getestet. Der Slaver, wofür ist der? Ein Sklave. Man könnte ja auch ganz einfach machen und Tutorial dazu angucken, aber nein, wir machen das so. Items in Inventory. Open. Compacted Drawer. Achso, der Compacted Drawer. Der ist dafür da gewesen, wenn du zum Beispiel einen, sagen wir mal einen Iron Block nimmst. Dann. Ah. Zeigt er dir an, Iron Block. Dann kannst du daraus entweder nimmst du dir dann Eisenbahn raus oder Eisen Nugget. Dafür ist der Compacted Drawer gewesen. Aber wofür der Flavor ist, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Storage. Ich glaube, damit kann man die Dinger abschließen. Ein Void Upgrade gibt's auch. Item Inventory. Okay, damit ist dann. Aha, das macht das Ding unsichtbar anscheinend, ja. Damit kann man abschließen, dann kann man da nichts rausnehmen. Hier genauso. Zack, ist es weg, das Item, sieht man es nicht mehr. Würde ich jetzt machen, wenn ich sage, okay, weißt du was, gib mir im Arsch. Okay, ja. Ich glaube, der Controller befüllt, egal wie weit. Aber irgendwie spinnt ein bisschen der Kompakter zum Abbauen, ne? Der Kompakter? Ja. Der spinnt ein bisschen. Bitte. Boah, Alter, wie oft muss ich denn drauf kommen, dass ich den zerstören konnte? Hm, wurde nicht. Könnte man dann so rausnehmen? Was passiert, wenn ich sage, okay, ja. Davon? So rausnehmen oder mache ich so? Davon kann ich nicht mehr rausnehmen, dann kann ich das wieder reinstecken da wieder rein und dann kann ich den wieder rausnehmen. Also er nutzt definitiv eine Pipe für alles. Der was? Also wenn du zwei Items durch die Pipe schießt, dann sortiert er zwei Sachen gleichzeitig in die Kiste rein. Ja. Gerade. Ist jetzt ganz diese Upgrades. So Storage. Iron. Wenn ich mir jetzt ein Stack. Den einfach mal irgendwo hier rein. Oder? Warte mal. Den einfach mal rein sortieren lassen. Level anzeigen. Pipe. Was können hier noch für Pipes eigentlich? Es gibt ja diese Gates. Ja, ich weiß. Wenn ich gerade mit hantiere.
Aber ich weiß nicht, warum wir den Controller extra brauchen. Der macht das auch automatisch. Du fertigst einfach vorher die ganzen Sachen an, wo was rein soll. Ja. So, und dann schießt du einfach hinter dem einfach nur Pipes hinterher. Ja, ich weiß. So, warte mal, ich nehme mal davon Stack noch, davon und Stack. Ich hab doch eben nichts anderes gesagt. Ja, aber da verstehe ich, warum man den Controller extra braucht. Hä? Das Bildkraft schafft es so, dass du alles automatisch da reinkriegst. Ja, aber du willst wahrscheinlich alle mit den Pipes anschließen, ne? Ja, Sigi. Oh, bist du doof oder so? Warum? Es reicht, wenn du den Controller nur ranmachst und er sortiert in alle rein. Quatsch. Da brauchst du nicht mit dem Pipe extra jede Kiste anschließen. Deswegen brauchst du einfach nur den. Du brauchst nur den Controller, schließt an Eggen eine an und da sortiert dann alle rein. In alle Kisten. Das ist langweilig. Voll die Verschwendung. Keine Verschwendung. Funktioniert nur. Langweilig, ist klar. Was soll ich davon, wenn ich einfach dahin wemse? So. Schön richtig Material verschwenden. Ja, und wie willst du das jetzt rauskriegen? Wie willst du jetzt? Da musst du ja oben und unten immer einen Ausgang haben. Weil wenn du sagst, okay, im Haus ist jetzt sind Erbfeinde leer, dann möchte ich die gerne nachhaben. Ja. So, das heißt, du musst definitiv oben und unten Pipes haben, die das rauspumpen. Frage ist immer noch, wofür der Kontrollslave ist. Keine Ahnung. Das ist ein Sklave halt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was der macht. Vielleicht vergrößert der das? Nö. Glaube ich nicht. Wie lange nehmen wir auf? Jetzt Stunde 33. Okay. Mit dem Zeug, was wir jetzt noch gemacht haben. Ja, du könntest jetzt sagen, dass du immer oben und unten was rausnimmst, aber das ist ja auch. Dann hast du immer nur eine Reihe und oben und unten Pipes. Muss ja halt auch anders funktionieren. Ja, aber während. Ja, klar. Gib mir im E-System. Ja, schön, vergiss es. Ja, siehst du? Also, das wäre die. Mit Pipes, die einfach sind, weil du kannst. Es gibt nichts, was ich sehe, dass es funktionieren würde. Das Ding ist halt angeschlossen, aber wofür ist der? Slave. Ahnung. Er lässt sich auch an den Pipes anschließen. Ja, ich weiß. So ein riesen Lager damit aufbauen, oben unten immer das Ding zum Rauspumpen. Muss der funktionieren? Ah, wir müssen jetzt Eisenpipes dran stehen. Ich hab Bock auf Eisenpipes jetzt gerade. So, noch mal umstellen. Oh, schon wieder dunkel. Eine Möglichkeit wäre ja natürlich gewesen, wenn der Compacted War sich dann damit connected, dass er anzeigt. Aber das tut ja nicht. Würde er nicht machen. Das ist, wenn ich den da. Ups. Das zeigt er trotzdem noch die gleiche Anzahl an. Nee. Da unten muss ich drauf. Hm.
Ja, außer wir machen ebenweise halt nur, so wo wir noch rankommen, dass wir dann so rangehen. Ja, du machst den Gang 3 hoch, machst dann oben unten die Pipes, in der Mitte machst du die ganzen Dinger, die wir nicht brauchen. Ich will, ja. Nein, ich meine zum Rausnehmen nur. Wir können den ja trotzdem nochmal anschließen, den Controller. Ist das? Dass wir halt dementsprechend so die Höhe machen, dass wir auch rankommen. Wenn wir auf was drauf, wenn wir auf dieser Ebene stehen und dass wir das dann da rausnehmen können. Ja, weißt du, was für ein Lager wird? Ja und? Suchst sie zu Tode. Hä? Suchst sie ja zu Tode. Deswegen mit den Diamantenpipes, dass es einsortiert wird, richtig. Dass wir wissen, wo was hin ist und dann mit Schildern. Jetzt oh, siehst du doch, wo was ist. Ja, muss er außen dran schreiben, wo es ist. Aber warum denn die Diapipes? Wenn er sagt, der Controller sortiert das automatisch einiges, wenn du die vorfertigst. Ja, aber ich meine jetzt dementsprechend, dass das in Abschnitte wirklich. Ja, wenn du sagst, okay, du machst einen ganzen Gang mit Steinen nur, dann vorfertigst du die Steine schon mal an, schließt den Controller an und fertig. Weißt du, wie viele Diapipes du da immer brauchst? Nicht viele. Du musst jedes Mal für mehrere Wege musst du die Diapipes anfertigen. Da passen wie viel? 8 Stück rein? Du musst einen Eingang haben und da müssen alle 7 Ausgänge wieder auf einen drauf, weil du ja so viel vorfertigen musst. Ja. Deswegen wollte ich ja gerade eben noch gucken, ob, wenn ich einfach einen Controller ein falsches Item schicke, was der dann macht. Lässt das da einfach drin liegen? Oder wenn du dann Kompakter anschließt, ob er dann sagt, okay, ich schick das in den Kompakter rein und schick's dann wieder woanders hin. Muss ich mal nachher gucken. Der Kompakter ist dafür, wenn du einen Iron Block reinmachst, dass du dann entweder Eisenbahn rausnehmen kannst oder Eisennuggets. Oder doch wieder den Eisenblock rausnimmst. Das finde ich Schwachsinn. Hab ich doch gerade schon erzählt gehabt. Und du erklärst das immer so umständlich. Ja. Das ist auch umständlich. Immer hier freischubeln. Hä? Ist mir hier unten im Keller erstmal. Ich bin nur wieder voll leise. Ja, weil ich gehustet hab. Ja, wie immer. Vogel. Schwebende Fackel. Die nicht mehr da war. Server? Ich krieg gar keine Items gerade. Ist doch gar nicht auf dem Server drauf. Doch. Ja. Also nicht. Oh, tschüss. Timed out. Oh. Ich hab ein Timed out. Okay. Kommst du denn drauf? Keine Ahnung. Ah. Scheint es wieder zu funktionieren. Ich hab mich gewundert, dass nichts geht. Centos? Ja. Du sagst nichts. Das ist bestimmt ein Tutorial an, wie es funktioniert. Hm? Das ist bestimmt jetzt ein Tutorial an. Mhm. Wollen wir erstmal die Aufnahme beenden? Warum? Nur weil du gerade das Tutorial guckst? Ich kann schön weitermachen. Aber wir können das Cut machen, klar.
Gut, dann machen wir den kurzen Cut und machen später weiter. Ja, klar, das können wir machen. Das ist kein Problem. Sehen wir uns gleich wieder. Tschüss.